Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, ich muss immer ein bisschen warten, bis die Aufnahme startet hier. Shadowplay ist doch ein bisschen anders als Fraps. Fraps geht sofort an, Shadowplay dauert immer ein bisschen. Aber wenn ich mit Fraps aufnehmen würde, ich habe hier ja extra, ich glaube 12 oder 13 Terabyte habe ich freigemacht für die Fallout 76 Anfangszeit. Doch, die wäre restlos voll. Ich wäre nur noch am Rendern. Ich bin nur noch am Rendern, aber Fraps nimmt das alles ein bisschen kleiner. Entschuldigung. Shadowplay nimmt es etwas kleiner auf als eben Fraps. So, den Baum lassen wir jetzt provokativ hier stehen. Mehr als einer passt auch nicht mehr rein in unser Camp. Wir können hier nichts mehr bauen. Bethesda, bitte bringt das mit dem Camp in Ordnung, oder? Oder soll das so bleiben? Wir möchten wieder bauen. Wenigstens, dass man die Blaupausen rausschmeißen kann oder so. Wenn sowas mal passiert. Nein, aber besser wäre es, wenn man es wieder aufbauen könnte. Ach, ihr wisst schon. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir haben den schönen Baum und den stellen wir jetzt hier auch noch am Schrottplatz. Schrottplatz hin. Liebe Welt da draußen, wer das hört, am Gorge-Schrottplatz steht bald ein schöner Weihnachtsbaum. Ich wollte eigentlich den Schneemann auch noch dazu bauen, aber dafür haben die Atome nicht gereicht, leider. Ja, okay, aber das ist für die Special-Folge dann optimal, glaube ich. Hauen wir noch mit drauf. Wenigstens das Bild hauen wir noch mit drauf. Gut, und jetzt? Ja, jetzt muss hier noch ein, zwei Bäume müssen hier noch hin. Gucken wir doch mal. Überall. Wir machen die ganze Siedlung voll mit Bäumen hier. Muss sich ja auch lohnen. Außerdem werden wir dadurch unser Aluminium und vor allem Stahl los, so ein bisschen. So, am Eingang, sofort der Grüne hier. Peng. Mitten rein. Da, hier kommt kein Auto mehr, oder? Ja, wer weiß. Ja, ach, Autos, egal. Die müssen halt außenrum fahren. So, an dem Eingang einer hin. Da drüben auch noch. Haben wir noch einen Grünen? Ja. Warum haben wir zwei Grüne? Ach, der eine ist mit Kugeln, der andere ohne? Oder? Ach so. Zack. Ja, der ist ohne Kugeln. Ah. Okay. Ach, das ist für Vorweihnachten und dann für Heiligabend direkt. Oh ja, ist ja schön. Der ist viel zu groß. Der passt hier nirgends hin. Aber okay, wer es mag. Ohne Kugeln draußen. Und mit Kugeln drin. Also wenigstens Weihnachtsbeleuchtung hätte ja. Na, das ist schon gut. Nee, nee, ist alles gefällt mir. Ist schön. So, ist schön. Punkt. Nochmal. Wie oft soll ich Punkt sagen heute eigentlich noch? In dieser Aufnahmesitzung? Ja, jetzt läuft's. Jetzt stürzt es nicht ab. Was soll denn das heißen? Jetzt läuft's, jetzt stürzt es nicht ab. Es stürzt doch so gut wie nie ab. Was soll denn das? Gezeter hier, hör sofort auf damit. So, ein Baum muss nach oben. Und der gelbe? Ein Postbotenbaum? Ja, hat doch auch was. Wir stellen den weißen nach oben. Wo ist denn der andere weiße? Der geschmückte weiße. Hey, wo ist der geschmückte weiße? Wir haben nur einen weißen, der ist nicht geschmückt. Oh... Habt ihr vergessen reinzumachen, Bethesda? Kommt im nächsten Jahr. Gleiches Paket, nur mit geschmücktem weißem Baum. Kostet das gleiche dann. Nein, die anderen Sachen, die haben wir ja schon. Ich muss zugeben, ich habe von meinem YouTube-Geld, habe ich ja glaube ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt, habe ich tatsächlich mir hier das große Paket, also das ganz große nicht, aber für 20 Euro eben das Paket gekauft. Atome. Und vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen knatschig gerade, aber ich freue mich trotzdem. Ist ja meine Entscheidung gewesen. Aber ich hätte mehr erwartet. Okay, aber das ist ja nun mal meine Schuld. Jetzt beim nächsten Mal wissen wir Bescheid. Sowas sollte man nur einmal machen. Ach, beim nächsten Mal machen wir den gleichen Blödsinn schon wieder. Aber beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich Atome sammeln. Irgendwie haben wir in dieser Aufnahmesitzung so viele Atome bekommen. Passt da oben nicht drauf. Das ist zu hoch wahrscheinlich. Ah, komm. Wir machen so ein paar Überraschungen, ja? Hier stellen wir auch noch einen Baum rein. Was anderes war leider nicht da. Der Schneemann war zu teuer. Aber hier muss einer mit
Da mit Kugeln muss ja einer rein. Kommt der Gelbe. Ah, der Blaue, der ist doch schön. Die leuchten ja gar nicht. Ja. Noch mehr, bitteschön. Mehr davon. Haben wir den Blauen denn mit Kugeln? Weil der Gelbe ist nicht mit Kugeln, der Blaue nicht. Doch, der Blaue ist... Ah. Okay, dann stellen wir den Blauen hier rein. So, und den hier... Hier kommt man ja auch schon mal durch vielleicht. Fertig. Wenn jetzt noch Weihnachtskäfer angreifen... Elfen. Also ich würde gucken, wenn ich sowas sehen würde. Ja, wir sind nicht viel rumgelaufen, deswegen haben wir das nirgends gesehen, aber ich würde sofort gucken, was ist das? Sowas Blaues habe ich ja noch nie gesehen. Was kann das denn sein? Ah, da oben ein Weihnachtsbaum. Oh, wie schön. Wir stellen hier noch mehr Bäume hin. Wir dekorieren das. Ja, wir haben andere Dekos haben wir leider nicht, deswegen müssen wir auf diese hier zurückgreifen. Ach, der Gelbe. Klar, der Gelbe mit den Kugeln noch. Was wäre denn besonders witzig für so einen Weihnachtsbaum? Wo steht er denn gut? Hier oben drauf? Ja, zum Beispiel. Da oben passt keiner drauf? Okay. Ach doch, ich hab meinen Spaß. Jetzt schon alleine, dass ich hier dekorieren kann. Komm, der hier drin liegt, immer, der kriegt auch einen Weihnachtsbaum. Aber einen schönen grünen. Gibt's den auch in schwarz? Die haut einfach ab. Hey, bleib da. Unser Abendessen. Wo bist du? Da. Und beim Dekorieren bitte nicht stören. War hier nicht noch irgendwo so ein armer Tropf? Ah, ich weiß, wo ein Weihnachtsbaum fehlt. Der Weihnachtsbaumstern guckt oben raus. Schade. Ich weiß, wo einer fehlt. Schwupp. Aber das meinte ich gar nicht. Wo ist das Schiff? Das Schiff ist weg. Wo ist das Schiff? Da ist das Schiff. Ah, komm, du kriegst auch gleich einen. Aber erstmal, wo ist denn das? Das ist gar nicht. Komm, dann kriegst du den hier. Ja. Wo ist denn das Schiff? Wir hatten doch hier ein Schiff stehen. Ach, da ist das. So, das kriegt schön diesen hier drauf. Wo ist denn hier vorne und wo ist hinten? Moment, das hier ist vorne. Oder war mal vorne. Ja, das macht doch Spaß, oder? Wie viel wir hier auf einmal bauen können, ohne dass es abstürzt, schon die ganze Zeit. Ja, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, um Gottes Willen, ist doch schön, aber... Ich weiß, wo noch einer hinkommt. Können nicht mehr laufen. Ah, Hundi kriegt auch einen schönen Baum hier vor. Genau, im Blau. Dann weiß er Bescheid. Der hier ist blau? Ja. Ach, hier oben ist gar keiner. Hier hätte ich gerne einen grünen. Ohne Deko? Nein, mit. Na, komm schon.
Das ist doch grün gewesen gerade. Oh, auf der anderen Seite. Aufs Bett. Ins Bad? Nein. Da war gerade gut. Zack. So, hinterm Haus auch noch schön dicke. Können wir die vielleicht auch außerhalb der... Nein, können wir nicht, weil wir können ja außerhalb der Siedlung können wir ja nicht das Dingens öffnen. Das Baumenü. Geht nur innerhalb der Siedlung. Ja, ich muss sagen, wenn jemand vorbeikommt, wir sind ja selber auf unsere Bauten hier schon reingefallen und als wir vorbeigekommen sind, so aus der Ferne haben wir da gesehen, oh, da steht ja ein Gebäude. Warum haben wir denn da noch nie gesehen, dass da ein Gebäude steht? Und als wir näher kamen, ihr wisst ja noch, da ist uns dann klar geworden, oh, das ist ja unser Gebäude. Und wir haben uns schon gefreut. Oh, was Neues zum Looten, zum Gucken. Können wir da nicht raufsteigen einmal? So, das sieht man aber von der Straße aus, hoffe ich. Und hört auch jetzt die Bimmel endlich. Ich find's gut. Doch, wir werden unseren Schrott so niemals los. Ein Teil nur. Aluminium. Ist da ein grüner vorne? Ja, und hier oben auch noch. Nee, da muss hier aufs Dach noch ein grüner. Irgendwie. Oder hier vorne. Ja, im nächsten Jahr wird schöner. Im nächsten Jahr kaufen wir uns auch diesen Schmuck da. Wisst ihr? Ach, das ist doch perfekt. Oben. Da haben wir extra ein gerades Dach drauf gemacht. Super für den Weihnachtsbaum. Finde ich. Fehlt hier noch was? Ist noch nicht weihnachtlich genug. Ich finde, hier vorne können wir noch einen draufstellen. Ja, so. Ja, haben wir doch unseren Spaß mit. Ach, ich habe vergessen, dieses Jahr einen Weihnachtsbaum. Na, dann nehmen wir den gleichen vom letzten Jahr. Ach, ich will nicht wieder einen an die Tafel malen. Der war im Sommer noch nicht abgeschmückt. Ja, aber trotzdem, das ist, ich kann nicht so schöne Bäume, kann ich auf dem Blatt Papier malen, aber an der Tafel. Na, man übt, okay. In diesem Jahr wird es besser als im letzten Jahr. Wir haben ja ein bisschen dazugelernt. Keine echten Kerzen verwenden. Ich finde es gut. Gut, jetzt kommt ein Angriff. Passt gerade. Wir sind sowieso mit Dekorieren fertig. Greift nicht unsere Bäume an. Die brauchen wir noch, ja? Ah, Auto. Ist das denn schön? Mir fällt aber auch jetzt nichts Witziges ein, was man damit machen könnte. Auto weg. Hm, hätte ich sonst hinten drauf gestellt. Aufs Fass vielleicht. Ah, das geht nicht. Das sind die richtigen, ja? Erst Geld verschwenden und sich dann aufregen, dass es nicht schön ist. Da, ich freue mich. Ich habe mich nicht aufgeregt. Hier, ich freue mich doch. Ich baue überall Weihnachtsbäume hin jetzt. Das ist doch schön. Endlich, hier vorne drauf. Es ist, ich glaube, das Witzige ist schon, dass hier so viele davon rumstehen. Naja, kommt drauf an, aus welcher Richtung man kommt jetzt, oder? Magst du keine Weihnachtsbäume? Du als Hund müsstest das doch eigentlich mögen. Weißt du? Von wegen Weihnachten und so. Ja. Oder was Hunde so machen mit Bäumen.
Ey, Hunde sind doch die besten Freunde der Bäume, oder nicht? Also, wenn das ein richtiges Fest werden sollte, das ist ja jetzt kein Ostern, aber ich hätte gesagt, dann würde ich ganz gerne unter jedem Baum so eine Kiste stellen und da ein paar Geschenke reintun. Schöne Waffen, Munition, Stimpaks, Wasser, was man eben hier so brauchen kann, alles. Hier müssen wir aber noch was Besonderes machen. Haben wir nicht ein Schild oder irgendwas? Moment, Dekorationen. Wir haben in der Tat, irgendetwas haben wir. Ressourcen, Moment, Wassertisch. Wanddekorationen, okay. Das können wir gar nicht dekorieren hier. Ja, das wäre auch ein bisschen viel verlangt jetzt, oder? Na, wo sind denn die Hunde alle? Die Weihnachtshunde. Oh, hoppla. Seid ihr ja. Hey, nicht alles kaputt machen! Das muss doch halten bis Weihnachten. Du auch. Sei brav. Aua! Hey, von hinten? Wer kommt da von hinten? Das ist aber nicht die richtige Weihnachtsstimmung. Die Hunde hier verbreiten. Hey, lass das heile. Ich hab das vorhin schon gesagt, lass das heile. Du hörst nicht, oder? So, wer nicht hören will. Da! Wo ist er hin? Da ist er hin. Einer ist gleich abgehauen. Das fällt aber auf mit den Farben. Weihnachtsbaumfarben. Zack, nächste Welle. Höllenhunde. Ha, wo sind die letzten zwei wohl? Da kommt einer. Hast du den Baum nicht gesehen? Sagen ja gar nichts zu dem schönen Baum. Oh doch, der sagt was. So. Oh nein, wir sind überladen. Wie konnte das passieren? Wie nur konnte das passieren? Jetzt ist aber gut. Ja. Nein, das heißt nicht ja. Das heißt ja. Tut mir leid, ich bin schon wieder. 5 Minuten sind um. Oh, das war ganz schön knapp.
Der ist uns genau in die Machete gesprungen. Tut mir leid. Na, können wir das jetzt zubereiten? Köterkeulen. Köterkeulen, heute schön geschmückt. Mit Weihnachtsbaumschmuck und so. Die Weihnachtsbäume stehen aber nicht, die stehen nicht gut. Im Moment, wir müssen das anders machen. Wir stellen erstmal ein bisschen was zu essen her. Hier kommt ja sowieso kein Hund mehr. Das heißt nicht, hier kommt kein Hund mehr, das heißt, hier kommt keine Sau mehr, oder? Er hat Sau gesagt, das müssen wir auspiepen nachher. Nein, das ist ein Tier, das brauchen wir nicht zu piepen. Wir müssen ja nicht alles auspiepen immer. Also da würde ich Einspruch erheben, oder? Ich habe letztens auch irgendwann mal das Wort mit H am Anfang und Ochse am Ende. Mit Horn am Anfang und Ochse am Ende gesagt. Das habe ich aber vorsichtshalber dann doch ausgepiept. Oh mein Gott. Ja, YouTube ist empfindlich. Ich weiß doch nicht. Ich will nicht, dass da irgendein Blödsinn passiert. So schnell passiert doch da gar nichts. Mach doch mal hier. Mach doch Essen. Geht nicht. Es geht nicht. Ich drücke hier und es geht nicht. Warum geht das nicht? Wo sind die Hunde? Lecker Fresschen. Hunde, ihr mögt Hunde, oder? Oh, Moment. Verlassen. Und jetzt essen. Weihnachtsbraten. Weihnachtshund. Ja, das ist böse. Okay, nein. Aber es ist nur mal die Köterkeule. Es sind keine Hunde, es sind Köter. Da können wir doch wieder rennen. Wo haben sie sich immer versteckt? Ja, deswegen ist dieser Platz hier so gut zum Bauen. Zum einen, weil die nicht sehr hoch gelevelt sind, die angreifen. Das ist immer sehr entspannend. Man verbraucht keine Munition. Und ja, man wird auch nicht so schnell getötet. Zu erobern ist dieser Ort relativ gut. Und was war noch? Ja, und wenn die angreifen, die machen ja nicht viel kaputt hier, oder? Aber die sind irgendwie vom Kaputtmachen sind die alle gleich. Das weiß ich nicht. Die haben irgendwie alle den gleichen Schaden gegen Gebäude, habe ich so einen Eindruck. Huch, ach so. Ach, der ist jetzt im Camp. Oder die letzten sind im Camp, wahrscheinlich. An der Kreuzung da unten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die machen den Baum kaputt. Ach, habt ihr uns gesehen? Eins, zwei, drei. Du auch, komm mal her. Nein. Drei. Und du? Vier. Vier. Und fünf. Hey, Nummer sechs. Danke für euer Fleisch. Ach, ich sehe schon. Entweder wir machen jetzt eine ganz lange Folge oder wir hängen noch mal eine Folge dran. Aber ich muss langsam auch schneiden. Heute soll die Weihnachtsfolge ja noch raus. Und es ist mittlerweile 15 Uhr und ich bin schon wieder fast 20 Stunden dabei am Aufnehmen heute. Es reicht. Die Lichtleiste, die hatten wir schon. Ich habe nicht mitgezählt beim Einsammeln. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle haben. Naja, die Fliegen werden es uns schon verraten gleich. Ah. Die Special Weihnachtsfolge, wisst ihr, liebe Welt da draußen, mit den Emotes und Weihnachtsbäumen und so. Das muss noch geschnitten werden. Und kodiert. Und das Kodieren, das dauert immer super lange. Na, ich werde sehen, dass ich das irgendwie so zusammenschneide, dass das eine möglichst kurze Folge wird. Dann braucht das vielleicht auch nicht so lange zum Rendern, Kodieren. Ja, und nun?
passiert hier gar nichts. Wir haben da so einen schönen Baum aufgestellt und nichts passiert weiter. Ja, das kommt Heiligabend noch. Heiligabend werden die alle leuchten. Oder fangen Feuer oder... Es kommt ein Goldregen raus. Ja, Gold, Gold. Dabei bin ich eher für Silber. Aber Gold hört sich besser an als Silber. Silber. Naja, Silber, das ist schon alleine, weil es zu lang ist, das Wort. Gold. Gold passt schon ganz gut. Ha! Hier hat sich ja jemand was aufgebaut. Wir gucken mal, was der da so hat. Oh, in der nächsten Folge. Ja gut, liebe Welt da draußen, wir hängen doch nochmal eine Folge dran. Ist ja Weihnachten. Ja, Weihnachtszeit, meine ich. Können wir das dann verantworten? Ja, eine noch. Eine einzige noch. Da machen wir aber zum Abschluss dieser Folge hier, machen wir noch ein Foto. Und in der nächsten Folge, da gucken wir uns mal an, was der da drüben gebaut hat. Oder die. Schönes. Das sah nämlich ganz schön interessant aus. Mit Tisch und so. Schon. Hat jemand schon angefangen zu dekorieren? Ja, natürlich nicht so wie wir. Hier mit Weihnachtsdeko und so. Aber auch sehr schön. Oh, wir essen lieber noch eine Kleinigkeit. Tja, ja, okay. Ich wollte schon sagen, tja, da sind wir immer noch überladen. Nein, sind wir nicht. Mitnichten. Wo ist denn ein schöner Platz zum Fotografieren? Ich glaube, von da oben. Ach, das sieht man schon auf dem Foto. Das sieht man. Es ist natürlich dunkel, aber das passt zur Weihnachtszeit. Oh nein, der Fotoapparat. Er kommt nicht vorbei. So kommt er vorbei. Okay, wir dürfen noch einmal gucken. So, und posieren möchten wir auch ganz gerne einmal. Weihnachtsdaumen, Weihnachtslicht, Weihnachtsvignette und Weihnachtsrahmen haben wir gar nicht. So, peng. Und damit, liebe Welt da draußen, sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.